inspirieren. Zuerst wollte ich Sie fragen, was der Kulturpreis für Sie bedeutet. Sie haben ja schon 1988 den Deutschen Kleinkunstpreis bekommen. Können Sie dazu was sagen? Nee, der Kulturpreis ist einer von den großen Preisen, wenn man so sagt. Ja, das ist so das. Groß heißt in dem Fall, dass eine Jury dahinter steht, die ein gewisses Gewicht hat und vor allem, dass die Preisträger, die diese Auszeichnung vor mir bekommen haben, da sind nicht einige größere Hausnummern dabei. Also freut man sich, wenn man den Preis bekommt. Und ja, ist für mich das eine Anerkennung ganz abstrakt für das, was ich die letzten Jahrzehnte gemacht habe. Das ist ja nicht Preis für bestimmte Longplay oder Theaterstücke, sondern das ist praktisch ein Preis für die Art von Bühnendarstellung, von Musik, die ich die letzten Jahrzehnte gemacht habe. Und es freut einen. Ja, das ist, also ich bin sozusagen eine von den kulturellen Stimmen Bayerns. Das war mir schon früher klar. Das ahnte ich schon seit einiger Zeit, ja. Und das ist eine schöne Anerkennung. Ja. Was bedeutet denn das für Sie auf Bayerisch zu singen, auch zu texten? Und was bedeutet Ihnen die Sprache, die Kultur? Es ist ja so, dass jemand wie ich, der in der frühen Nachkriegszeit also in der bayerischen Provinz aufgewachsen ist, also ich Bad Reichenhall, sprich schon fast Österreich, ja. Also wir sind ja rein dialektal erzogen worden. Also nicht mal erzogen worden. Wir sind ja nicht mal erzogen worden, ist schon mal schlimm. Also wir sind einfach dialektal aufgewachsen. Sodass einfach mein Sprachzentrum bayerisch geprägt ist. Also mein in digitaler Ausdrucksweise mein Sprachprozessor hat ein bayerisches Betriebssystem. Das merkt man daran, dass natürlich bayerisch die Sprache ist, in der ich mich am leichtesten tue. Also ich habe vor ein paar Jahren ein Theaterstück geschrieben, so bayerische Stubenoper, ja, mit Zither, ein bisschen Stubenmusik und fünf Leute in einer Bude drin. Das hat sie mehr oder weniger von selber geschrieben. Das ist ein wunderschönes Stück geworden, das enorm erfolgreich wurde, das heißt Der verreckte Hof. Und das fließt mir wirklich aus der Feder, einfach, weil das nicht einfach die ganz einfache Sprache ist, mit der ich aufgewachsen bin. Was nichts ist nicht einfach, aber für mich ist es einfach. Ich habe auch viel auf Hochdeutsch geschrieben, ja, und, aber Hochdeutsch ist für mich einfach eine Kulturanstrengung. Ja. Ich mache das auch gerne, ich kann natürlich auch mit dem Hochdeutsch irgendwie umgehen, so weiß man, wo ein Komma drin sitzt und so weiter. Ja. Und, das Hochdeutsch ist, ich sag mal, das klingt jetzt etwas pointiert, ist für mich sozusagen die erste Fremdsprache gewesen. Ja. Das ich vielleicht noch ein kleines bisschen besser als Englisch kann. Ja, das ist das Bayerische. Also ich bewahre das Bayerische nicht, weil ich sage, ich möchte einen Volkstumspreis kriegen oder sowas, sondern das ist ja die Kultur und diese geistige Welt, in der ich aufgewachsen bin, und zwar mit allem Wohl und Wehe. Weil, so wie ich die in den ersten 20 Lebensjahren die bayerische Kultur miterlebt habe, war es ja zum Teil auch unglaublich grob, ja, und autoritär und gewalttätig und zum Teil auch wahnsinnig böse, aber nicht auch wahnsinnig lustig und von einer unglaublichen Lebensfreude. Und es gibt so bestimmte Barbarismen, nenne ich es mal, im Denken, im Betrachten, im Umgang, ja, die ich überhaupt nicht leugnen möchte. Ja. Also zum Beispiel, es ist so, dass alle in meiner Generation, ganz wurscht, ob es linke Kabarettisten sind oder Präsidenten von einem Fußballclub, haben eine tief sitzende Neigung zur Steuerhinterziehung. Nicht, weil es böse Menschen sind, sondern wir sind alle aufgewachsen und es war immer alles, was Schönes, verboten. Die Frauen waren verboten gewesen und du hast nichts trinken dürfen und du hast alles, was schön war, haben wir nicht machen dürfen. Und das hat natürlich eine unglaubliche Anziehung. Sodass, wenn du irgendwo was Schräges machen kannst, machst du den Deal. Also, mit dieser Imprägnierung sind wir alle aufgewachsen. Das ist wirklich was in Bayern zugegen ist. Nach Süden zu wird es dann noch stärker. Österreich noch ein bisschen stärker und in Italien dann richtig. Und südlich vom Mittelmeer ist es die einzige Art und Weise zu leben.
im Norden ist es zum Beispiel vollkommen anders. Wir sind ja viel in Hamburg spielen, viel in Hamburg, Bremen, Berlin, Hannover. Das ist eine puritanisch, protestantisch, von Ordentlichkeitswillen geprägte Welt. Die haben, wenn die zum Beispiel einen Joghurtbecher in Biomüll schmeißen, haben sie ein schlechtes Gewissen, dann zucken sie innerlich zusammen. Es ist dort anders, die sind einfach ordentlichere Menschen als wir. Ich spreche jetzt von meiner Generation. Inzwischen ist es ganz anders. Sie haben gerade gesagt, unglaublich bös. Manche sagen Ihnen das ja auch so ein bisschen hinterher, besonders Ihrem Humor. Woraus schöpfen Sie da? Ja, das ist mehr, woraus ich das Ganze schöpfe, was ich gemacht habe. So. Das ist mehr so eine psychoanalytische Frage. Also ich vermute mal, dass dieser Farbenreichtum an Ausdruck, was ich so habe, ja, dass der aus der Kindheit in Bad Reichenhall in diesem Glasscherbenviertel kommt. Das war eine Mischung, wir sind mehr oder weniger im Freien aufgewachsen, mit allem Wohl und Weh. Und die Eltern waren gnadenlos streng und die waren aber auch lustig gewesen, aber zum Teil auch furchtbar streng. Und es war eine Mischung aus wirklich aus einer explodierten Lebensfreude und aber auch ganz rüden, bösen, gewalttätigen Erziehungsmethoden, unter denen man sein ganzes Leben lang leidet. Und ja, diese landschaftliche Unberührtheit und Schönheit und diese kompletten Mangel an Zivilisation, ja, dass wir sind mehr oder weniger im Wald und im Freien aufgewachsen. Ja. Und die einzige pädagogische Maßnahme war, dass man ab und zu Watschen kriegt oder schlimmer mehrere hintereinander. Ja. Und das Ganze hat natürlich bestimmte Welt ausgemacht, die ich nicht glorifiziere, sondern die man niemandem wünschen möchte. Aber sie hat natürlich das wirklich Wunderbare gehabt, dass es eine völlig unregulierte Welt war. Keine Zahntabletten, man hat keine bestimmten Codes gegeben. Die Kinder wachsen heutzutage auf mit, wenn die 5 Jahre alt sind, müssen sie bereits 236 politische Korrektnisregeln beachten. Ja? Und das gab es bei uns nicht. Und wir haben einfach geschaut, dass wir irgendwie überleben. Und das war dann hart und ungerecht und böse zum Teil, aber es hat auch unglaublich schöne Seiten gehabt, die heutzutage überhaupt immer nicht mehr existieren.